Ja, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Facebook-PPC-Experten Mario Reinwart. Und wenn du mit Facebook-Ads erfolgreich sein möchtest, dann bleib dran. Ja, ich bin hier im Beachclub mit Mario Reinwart, dem Facebook-Experten, und ja, ich rauche meine Shisha. Ich kann das mal kurz hier zeigen. Die Kinder sind hier am Drachensteigen, direkt am Strand. Die Sonne ist leider ein bisschen weg, aber sonst hatten wir super Wetter heute. Und ja, das ist hier so mein Lieblings-Beachclub in Limassol. Und ja, Mario hat mich besucht hier auf der Insel. Wir machen einfach jetzt mal ein kleines Video. Mario ist einfach ein krasser Facebook-Experte, der so ein bisschen im Hintergrund arbeitet für viele größere Experten und dort die Kampagnen launcht. Und ja, da will ich einfach mal ein paar Hacks rauskriegen und ein bisschen so seine Story, einfach mal erfahren. Erzähl mal, Mario, wie bist du auf Facebook-Ads gekommen? Also es gibt ja verschiedene Traffic-Quellen. Was war so da der ausschlaggebende Grund, dass du bei Facebook-Ads gelandet bist? Ja, soll ich nehmen, oder? Ja, genau. Alles klärchen. Ja, erstmal danke für die Einladung, Joschka, und auch mega cool, dass du mich so ein bisschen rumgeführt hast hier in Zypern. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe sehr viele eigene Projekte gehabt, eigene Produkte, und die wollte ich eben vermarkten und habe mir halt immer die Frage gestellt, wie macht man das am besten? Ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, bei dir ist ja vor allem das YouTube-Game sehr stark, das heißt, dass du darüber sehr viele Kunden generierst, und ich wollte halt immer irgendwas haben, was man irgendwie einmal aufbaut, wo man den Knopf drückt und wo dann automatisch diese Kunden so reinkommen, und wenn ich dann mehr Geld reintue, dass dann auch mehr Kunden rauskommen. Das ist eine klassische 1-Euro, 2-Euro Geschichte. Genau, richtig. Und habe mich dann viel mit dem Thema auseinandergesetzt, einfach nur für meine Zwecke, also für meine eigenen Projekte und eigene Produkte. Und es hat irgendwann auch gut geklappt. Also ich habe es dann geschafft, meine eigenen Projekte sehr schnell hoch zu skalieren und habe selber an eigenem lebendigen Leibe erfahren, wie das ist, wenn man halt sehr schnell sehr hohe Umsätze machen kann, dadurch, dass man eben weiß, wie diese PPC-Stellschrauben funktionieren. Und habe herausgefunden, dass Facebook aktuell ja meiner Meinung nach viel zu günstig ist. Und das ist immer noch. Ich sag mal, das ist wie so ein Loophole, weißt du, das ist jetzt gerade offen und das wird noch ein Jahr lang offen sein, danach wird es wahrscheinlich auch teurer, dann werden alle... Man sieht immer mehr große Konzerne kommen rein, geben Budget rein, aber ich sehe es auch an meinen Kampagnen, es ist immer noch relativ günstig, wenn man sich überlegt, 1, 2, 3, 4 Euro kann man pro Lead ausgeben, ne? Das ist ja alles, wenn man dann weiß, hinten ran bringt der Lead 21 Euro, dann macht das Ganze natürlich schon Spaß, ne? Genau, richtig. Und ich glaube, dass es jetzt gerade noch eine Möglichkeit ist, dort eben als Unternehmer sich zu platzieren und viele Leads mitzunehmen, gerade wenn man ein Expertenbusiness hat. Das wird nicht mehr lange so bleiben, aber solange das noch nicht alle Unternehmer verstanden haben, vor allem wie das funktioniert, das ist ja nicht so einfach. Es gibt da ein paar Sachen, die man eben beachten muss. Haben wir da eben noch sehr gute Möglichkeiten. Ne? Vor allen Dingen, viele Leute nutzen natürlich auch noch falsche Ansätze in Facebook. Die gehen dann einfach rein und sagen, hey, ich promote jetzt einfach meine Beiträge und geben dann Unsummen Geld aus, hatten wir heute auch einen Fall. Ja. Und die benutzen noch nicht mal den Werbeanzeigenmanager, geschweige denn Power Editor, oder wissen überhaupt, was Lookalike-Kampagnen sind oder was auch immer. Also da muss man sich wirklich reinarbeiten, das kostet auch viel Zeit und ein bisschen Geld wird man auch verbrennen. Aber wenn man das Game dann so mastert, die sieht man ja auch bei dir, was ich auch cool an Mario finde, ist, er hat wirklich nicht nur irgendwie jetzt so für sein eigenes Expertenbusiness, sondern hat auch wirklich eigene Produkte in ganz anderen Nischen, die er mit PPC hochskaliert hat. Ne? Also da bist du ja auch bei fünfstelligen Budgets dann teilweise, ne? Die du da ausgibst im Monat. Ne? Genau. Und ja, vielleicht so ein bisschen, woher habe ich das? Also ich habe mir das nicht selber irgendwie ausgedacht. Also schön wär's. Aber da bin ich ganz offen. Ich bin sehr viel unterwegs. Also ich war zum Beispiel auch in Thailand auf der Konferenz und hole mir quasi das Wissen von der ganzen Welt und bringe das nach Deutschland. Geil. Weil wir in Deutschland halt total hinterherhinken. Also drüben gehen da ganz andere Sachen ab. Die sind da mit ganz anderen Budgets. Und wenn du von Leuten lernst, die wirklich 20.000, 30.000 Euro am Tag wirklich auf PC verwalten und du einfach erfährst, wie die das machen und das nach Deutschland bringst, dann bist du halt hier der King, sag ich jetzt mal. Ne? Sagst du, bei Facebook-Ads gibt es so einen, sag ich jetzt so einen Masterplan, den jeder so der startet quasi verfolgen kann, wo man sagt, okay, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sodass man sagen kann, womit, also was würdest du einem Anfänger empfehlen, da mal zu starten mit? Ich habe da diese ABC-Formel im Kopf, die ich gerne empfehle und auch oft für meine Kunden umsetze.
Da geht es ein bisschen darum, dass ich meinen Traffic, also die Besucher, in drei Temperaturen sozusagen einteile, in heiß, warm und kalt. Und ich empfehle halt, wenn man mit Facebook startet, man braucht halt keine 1000 Euro am Tag oder so. Man kann auch erst mit 10 Euro am Tag starten und bewirbt dann erstmal nur an die warmen Leute, also die Leute, die ich halt eben schon kenne, die schon Erfahrungen mit dir gemacht haben. Okay. Und das machen halt viele falsch. Die versuchen da irgendwie mit dem Interessentargeting, das haben sie irgendwo gelesen und machen dann ein bisschen. Und also viele Unternehmer, die zu mir kommen, die haben schon mal Facebook-Werbung gemacht, aber sind damit kläglich gescheitert und haben sich ja schon einmal die Finger verbrannt dran. Und deswegen empfehle ich auch nicht, das irgendwie selber zu machen, weil man verbrennt sich dann die Finger und dann ist das wie damals, wenn man ein Kind ist, ne? Hand auf die Herdplatte, aua, tut weh und dann kommt man nicht mehr im Leben. Ja. Das ist ja auch Quatsch, ne? Ja. Sondern fragt man Mutti, wie geht das denn so? Ja. Und genau das empfehle ich dann, jemanden zu suchen, der das eben kann, der einem genau zeigen kann, das sind so die Schritte. Ja. Und im ersten Schritt würde ich sagen, erstmal nur auf die warmen Kontakte setzen, also Beispiel Leute, die schon mal deine Fanseite geliked haben, Leute, die schon mal auf deiner Webseite gewesen sind, dass man damit eingetragen E-Mail-Liste. Dass man damit anfängt und dann steigert man sich so ein bisschen, ne? Also von heiß, dann über die warm und dann, wenn man das gemastert hat, dann nimmt man die kalten Leute eben dazu und dann fängt es eben an, das Ganze ja, hoch zu skalieren. Dann macht es Spaß. Ja, genau. Dann klingelt es in der Kasse. Nochmal zum Abschluss vielleicht ein Hack, oder beziehungsweise manchmal kann man das ja auch gar nicht sagen, da bist du ja der Experte, wo ich jetzt auch zum Beispiel Schwierigkeiten habe. Was ist so, was du empfehlen würdest? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch was du targetieren kannst oder auch beziehungsweise einfach deine Anzeigen, rechte Spalte oder halt im Feed, mobil, Desktop, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder plus, weil da gibt es ja auch noch Video und Text, da stellen sich halt viele Leute die Frage, was soll ich da überhaupt machen, weil die sind so ein bisschen überfordert mit den ganzen Möglichkeiten. Da, wo sagst du, sieht man glaube ich am schnellsten Ergebnisse, so Textanzeigen, Videoanzeigen, im Feed, in der rechten Spalte oder einfach alles mal auskosten? Ja, also ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Newsfeed. Das heißt, in der Regel starte ich auch damit und schalte Instagram und Audience Network und rechte Spalte komplett aus. Aber was ich eigentlich empfehle, ist, weniger auf diese Taktiken zu gucken. Okay. Ne, du kennst das ja bestimmt auch, jede Woche ist immer irgendwas Neues. Weißt du, Messenger-Bot brauchst du jetzt auf einmal. Dann auf einmal musst du irgendwie WhatsApp haben und dies und das. Facebook-Leads. Facebook-Leads, genau. Und das sind Sachen, die gucke ich mir irgendwann schon gar nicht mehr an, sondern ich fokussiere mich eher darauf, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die auch die nächsten 5 Jahre noch funktioniert. Never change the running system. Genau, so Taktiken, so Messenger-Bot, das klappt jetzt vielleicht gut und nächsten Monat gibt es hier was Neues so. Und ich überlege halt ähnlich, wie du das immer auch machst mit den Marketing-Funnels. Du baust halt nicht ein Produkt, sondern du baust einfach diese ganze Produktpalette. Du überlegst halt, wie kannst du den Experten so vermarkten, dass am Ende auch egal ist, ob jetzt der Klick dann 50 Cent oder 1 Euro kostet. Und das ist so meine Herangehensweise oder das, wo ich mit meinen Projekten selber groß geworden bin, dass ich mir halt von Anfang an überlegt habe, wie sieht das so in den nächsten 5 Jahren strategisch halt aus. Baue diese Strategie und die ist dann auch, ich sag mal, evergreen. Ne? Wenn du einmal so eine Produktpalette hast, dann spielt das auch nicht mal die Rolle, ob du jetzt die rechte Spalte machst oder nimmst wieder sonst was. Ne? Okay, cool. Wo kann man von dir mehr erfahren? Jetzt für alle Leute, die Facebook-Ads Hilfe brauchen. Gerne. Also ich habe einmal auch einen YouTube-Kanal. Dort gibt es auch sehr viele kostenlose Videos. Verlinken wir hier unter dem Video. Gibt's hier unter dem Video. Und sonst schaut gerne mal vorbei auf meinem Marketing-Blog www.mr-online-marketing.de. Dort gibt es jede Menge kostenlose Blogartikel, Videos und dort halte ich euch eben auf dem Laufenden, wenn was Neues passiert, wenn ich dann neue Sachen entdecke, die blogge ich dann, die gibt es dann in YouTube-Videos und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Cool. Also, Leute, folgt dem, klickt auf seine Seite und vielleicht ist er ja bald auch auf Zypern und dann machen wir mehr Videos. Alles Klärchen, bis dann. Alles klar, bis dann, ciao. Ja, es freut mich wirklich, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir natürlich gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um einfach jeden weiteren Vlog oder Weltreisevideo von mir zu bekommen. Einfach über YouTube. Und ich habe natürlich auch die ganzen sozialen Netzwerke von mir hier unten verlinkt in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram, Snapchat sind da so die Hauptmöglichkeiten, wo du dich mit mir vernetzen kannst. Und ich habe natürlich auch eine coole Videoserie noch zusätzlich neben YouTube erstellt. Die ist auf meiner Webseite. Hier musst du irgendwie in dem Video müsste jetzt ein kleines Bild eingefügt sein, wo ein Video läuft. Klick da einfach drauf, dann kommst du direkt zu meiner Videoserie und da schicke ich dir einfach jederzeit Videos, wo ich einfach nochmal ein bisschen mehr Content gebe, wie ich mein Geld im Internet verdiene, welches Mindset ich habe und wie du das Ganze auch erreichen kannst. Das alles findest du jetzt hier neben mir in dieser Videobox. Klick einfach auf den Link, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben zu geben. Ich habe wie gesagt bei der Videoserie mir sehr viel Mühe gegeben und habe dich um die ganze Welt mitgenommen. Marina Bay Sands, zum Infinity Pool, nach
an der Algarve-Küste. Also schau dir das auf jeden Fall an und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ciao, ciao. Careful who you listen to, who watch all of the things you do. I hate to break it to you, not everyone wants the best for you. Who try to take the dream inside you, they see. They're flat out jealous and envy all the things you will be. Yeah, just hold your head up, man, and keep on moving on. If I would have never struggled, then I wouldn't have this song. But don't get me wrong, no need to stack up your strife. You gotta watch the ones who you let speak straight into your life.